Hallo und herzlich willkommen zum Bewegungskind Adventskalender. In diesem Adventskalender teile ich mit dir 24 wundervolle Meditationsreisen, die dir dabei helfen können, für dich selbst eine Meditationsroutine in deinen Alltag zu integrieren. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem 15. Türchen. Für unsere heutige Meditation lade ich dich ein, eine bequeme Haltung einzunehmen. Du kannst dich hierfür in einen Schneidersitz oder auf einen Stuhl setzen und dich ganz aufrecht positionieren. Oder du legst dich alternativ hin. Egal wie du dich positionierst, achte darauf, dass an keiner Stelle deines Körpers ein störender Punkt existiert und beseitige diesen ganz liebevoll. Wenn du dann soweit bist, lade ich dich ein, mit geöffneten Augen einmal deine Umgebung wahrzunehmen. Konzentriere dich ganz bewusst auf deine Sinne. Sehe, was sich um dich herum befindet. Höre, was du in deiner Umgebung hören kannst. Lausche meiner Stimme, den Klängen der Musik und den Geräuschen in deiner Umgebung. Rieche, was sich um dich herum befindet, deine Kleidung. Rieche die Luft, die in deine Nase hineinströmt. Und spüre, wie du dich hier befindest, an welchen Punkten dein Körper die Unterlage berührt. Spüre das Gewicht deines eigenen Körpers und spüre das Gewicht deiner Kleidung auf deiner Haut. Spüre die Temperatur in deinem Raum und sehe alles, was sich um dich herum befindet. Stelle dir nun vor, wie du all diese Wahrnehmung in deinen Körper hineinziehst, indem du nun deine Augen schließt. Stelle dir nun vor, wie du all deine Wahrnehmungssinne in deinen Körper hineinfließen lässt, wie sie wie zarter Nebel in dich hineinfließen und wie sie ganz intuitiv zu deinem Herzen hingezogen werden. Stelle dir vor, wie dieser Fluss aus zartem Nebel silbrig glänzend in dein Herz fließt. Lenke nun all deine Aufmerksamkeit in dein Herz und aktiviere hier nun noch einmal all deine Sinne, indem du hier in dein Herz hineinspürst. Spüre, wie es schlägt. Spüre die Temperatur hier in deinem Herzen, die Wärme. Spüre die Bewegungen. Spüre die Liebe, die es in sich trägt. Höre, welche Geräusche du hier wahrnehmen kannst. Und egal, was hier jetzt kommt, es ist richtig. Höre einfach, was du hören möchtest. Höre, was hier dein Herz dir zeigt.
und sehe, was sich um dich befindet. Nehme diesen silbrigen Nebel wahr, der in dein Herz hineingetreten ist. Sehe, wie er hier in deinem Herzensraum kreist, wie er dich umgibt und wie er mit all seinem Bewusstsein dir all die Liebe deines Herzens zeigt, auf so vielfältige Weise wie nur möglich. Spüre einmal aus deinem Herzen heraus, als zentralen Punkt, wie es deinem Körper geht, wie es dir geht. Spüre seine Kraft, spüre seine Schwächen. Höre, was er zu sagen hat. Spüre seine Schmerzen und seine Liebe. Nehme alles so vielfältig wie möglich wahr. Und auch hier, alles, was kommt, darf sein. Lass es zu und sieh es dir an. Betrachte all die Informationen, die jetzt hier dein Körper für dich bereitstellt, ganz neutral und wissensdurstig, ohne es zu bewerten. Nimm es auf und stelle dir vor, dass die Information wie ein weiterer farblicher Nebel in dein Herz hineinströmt, dass nun ganz viele unterschiedliche Farben hier in dein Herz strömen und sich mit dem silbrigen Nebel deines Bewusstseins, deiner Sinne verbindet. Sehe, wie dieser bunte Nebel immer mehr zunimmt und wie du hier im Mittelpunkt des Herzens stehst, umgeben von diesem wundervollen Nebel. Nehme die Information, die dieser Nebel nun in sich trägt, in dich auf. Spüre, wie du selbst zum Magneten für diesen Nebel wirst und wie du nun all den Nebel in dich hineinlässt. Übernehme die Information und werde dir bewusst, dass du die Kraft hast, diese Information zu verwenden. Zu verwenden dafür, dass du dich selbst heilst, dass du noch mehr Kraft und Liebe in deinen Körper zurücksenden kannst. In einigen Momenten, wenn ich bis 3 gezählt habe, wird der gesamte Nebel in deinem Herzensraum in dir selbst verschwunden sein. Doch zunächst zähle ich auf 1. Der Nebel zieht sich immer mehr in dich zurück. Du siehst, wie dein Herzensraum immer klarer wird, wie er sich leert. Und 2, du spürst die Information in deinem Körper, du hörst die Information, du kannst sie mit all deinen Sinnen nun ganz intuitiv wahrnehmen. Du spürst, dass in dir alle Informationen sind, die du brauchst. Und 3, der gesamte Nebel ist nun verschwunden. Du siehst die Klarheit deines Herzens. Du spürst alle Informationen, die du brauchst. Und werde dir nun bewusst, welche Kraft in dir steckt. All die Informationen, die du mit all deinen Sinnen ganz deutlich wahrnehmen kannst und deren du nun bewusst bist. Und stelle dir nun vor, wie ein wundervoll violetter Nebel nun aus dir heraustritt. Ein Nebel, der alles heilt, was geheilt werden darf, der alles liebt, was geliebt werden darf, der alles ins Gleichgewicht bringt,
was ins Gleichgewicht kommen möchte. Spüre, wie dieser violette Nebel nun deinen Herzensraum ausfüllt und wie er über deinen Herzschlag in deinen gesamten Körper sich ausbreitet. Spüre, dass aus dir heraus in deinen gesamten Körper dieser violette Nebel sich verteilt und dass er heilt, dass er liebt, dass er ausgleicht, dass er genau dort tätig wird, wo es gebraucht wird. Und nehme dieses Bewusstsein ganz deutlich wahr. Der heilsame Nebel, deine Selbstheilungskraft, kommt aus dir. Spüre nun, dass dein Körper erfüllt ist von violettem Licht. Spüre, wie du jetzt hier wirken lassen kannst, wie du heilen kannst, wie du wieder ins Gleichgewicht kommen kannst. Und nun verlasse deinen Herzensraum und schwebe zurück in deine Wahrnehmung, in deine Sinnesorgane und verteile hier all die Informationen, die in dich hineingetreten sind, in deine Sinne. Stelle dir hierfür vor, dass du selbst dich in viele Anteile teilst und dass jeder Anteil mit dem gleichen Anteil in sich in die Sinne zurückkehrt. In das Sehen, in das Hören, in das Fühlen, in das Riechen, in das Schmecken. Spüre dich, spüre deinen Körper. Spüre die Kraft deiner Selbstheilung. Spüre hinein, wie dein Körper wie du deinen Körper heilen kannst, indem du die Informationen, die er dir zur Verfügung stellt, ganz bewusst aufnimmst. Ich lade dich ein, nun ein paar ganz, ganz intensive Atemzüge durch die Nase zu nehmen, indem du so stark du kannst die Luft in deine Nase hineinziehst. Und spüre einmal, wie weit die Frische der Atemluft in deinen Rachenraum hineintreten kann, bevor sie ihre Temperatur verändert. Und atme wieder aus. Spüre, wie du diese Luft schmecken kannst, wie sie ganz tief in deinen Rachen eindringt. Spüre, wie du deinen Atem hören kannst. Spüre, wie du riechen kannst, wie er ganz tief in deine Nase hineindringt. So tief, dass dein ganzer Körper davon profitiert. Nehme wahr, dass du deinen Körper mit allen Sinnesorganen ganz intensiv spüren kannst und dass du nun die Erfahrung gemacht hast, dass du alle Informationen für die Selbstheilung in dir trägst. Lasse deinen Atem nun wieder ganz intuitiv werden und lenke deine Aufmerksamkeit in deine Außenwelt. Nehme dich hier mit geschlossenen Augen wahr in diesem Raum. Werde dir noch einmal bewusst, wo du dich befindest. Spüre die Unterlage unter deinem Körper, die Kleidung auf deiner Haut. Spüre das Gewicht deiner Kleidung. Spüre die Temperatur. Rieche den Raum, rieche deine Kleidung,
Rieche deine Umgebung. Höre, was sich um dich herum befindet. Höre meine Stimme, die Klänge der Musik, die Geräusche in deinem Außen. Und schmecke dich selbst, schmecke deinen Mund. Und wenn du soweit bist, lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Augen und werde dir hier noch einmal bewusst, dass sich dieser heilsame violette Nebel in dir befindet. Und vielleicht kannst du ihn jetzt hier noch einmal sehen, wie er überall sich in deinem Körper verteilt hat, wie er heilt, und lasse für einen letzten Moment noch einmal hier die Selbstheilung wirken. Lass sie ganz einfach in deinem Körper hineinspüren. Und stell dir nun vor, wie ganz langsam dein Bewusstsein in deine Augen zurückkehrt, wie du das Licht hinter deinen Augenlidern sehen kannst. Und wenn du soweit bist, komm zurück, vollkommen hier angekommen, im Hier und Jetzt, und öffne deine Augen.